Stefan, mach dir keine Sorgen. Dass du heute nicht da bist, ist auch kein Problem. Nein, ich krieg das schon hin. Keine Sorge, James kriegt alles hin. Und ich muss dir was sagen, es wird sehr gut. Es ist alles organisiert. Es wird genial. Freu dich schon mal drauf. Bis dann. Das wird so ein guter Prank. Oh mein Gott. Das ist doch bestimmt für uns, oder? Das ist doch mein Zimmer, oder? Ja, das ist... Oh mein Gott, das ist das Zimmer von Clara und mir. Und da liegt der Brief vor unserer Tür. Oh mein Gott, wie aufregend ist das denn? Okay. Oh mein Gott. Was könnte das sein? Vielleicht... James hat mir vielleicht einen Liebesbrief geschrieben. Das könnte sein. Oh mein Gott, wie spannend wird das denn? Okay. Ja, vielleicht ist es auch für Clara. Nein, das ist bestimmt für mich. Ich bin schon viel länger hier an der Schule. Sie ist ein Brief gekommen. Für mich? Und ich habe, ich habe zuerst gedacht, der könnte vielleicht für mich sein. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Liebesbrief von James. Und ist es ein Brief für mich und du hast ihn einfach gelesen? Ich kann das ja nicht wissen, steht ja kein Name drauf. Also dachte ich, ist es vielleicht für mich, weil du bist ja noch neu und so. Aber es ist für dich. Und es ist also... Also du wurdest eingeladen zum Initiationsritual. Kannst du dir das vorstellen? Das ist heute um 18.30 Uhr im Keller. Im Keller, ja? Ja. Weißt du, wo der ist? Bist du da schon mal gewesen? Also der Keller ist ziemlich gruselig, aber ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall werde ich da mit hinkommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich werde den Keller schon finden, weil du mich begleitest. Ich wusste, du nimmst mich mit dir. Also, und dann werden wir beide initiiert und dann können wir vielleicht beide zu der Halloween-Party gehen. Kannst du dir das vorstellen? Wir beide zusammen auf der Halloween-Party. Ich bin so gut. Also, ich habe mir da gedacht, wir könnten vielleicht, wir machen dann so Matching-Kostüme, okay? Wir reden später über die Kostüme, okay? Beruhig dich erstmal. Ich freue mich so. Okay, ich muss mal fragen. An mich, weil ich es geschafft habe, dass ich eingeladen wurde. 18.19 Uhr. 18.21 Uhr. Bist du schon so aufgeregt wie ich, Clara? Ach, sie pinnt ja schon wieder. 18.25 Uhr. Clara, los, aufstehen. Wir müssen los. Leute, wir müssen in den Keller zu einem Initiationsritual. Komm schon mit. Oh, ja. Komm mit jetzt. Was ist los? Du siehst gerade müde aus. Du musst wach sein. Vielleicht musst du irgendwelche Aufgaben lösen. Ach so, ja. Komm schon mit, Clara. Du musst ein bisschen schneller gehen. Sonst verpassen wir es noch. Ist das also der Keller? Ja, das ist der Keller. Also es ist noch nicht ganz der Keller. Es ist nur der halbe Keller. Aber wir gehen gleich noch tiefer in den Keller rein. Der ist dann noch ein Dings unten. Aber das ist auch schon ein Stück Keller. Komm jetzt. Ich hoffe, die beiden kommen gleich. Und ich werde mich jetzt einfach hier hinter verstecken. Einfach die Maske aufsetzen. Oh, die beiden werden gleich sich umhören und die werden so laut schreien und die werden wahrscheinlich nie wieder in die Clique aufgenommen werden wollen. Wo findet das denn jetzt hier wohl statt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde es jetzt hier auch gerade eigentlich gar nicht mal so, also es sieht nicht so richtig aus, als würde hier jetzt gleich eine Party steigen. Meinst du, die haben uns reingenäht? Ja, die Party findet doch heute nicht statt, sondern heute ist doch nur das Aufnahmeritual. Das stimmt eigentlich. Das ist doch nicht wirklich das Initiationsritual, oder? Oh Mann, ernsthaft? Wieso lachen die mich denn jetzt aus? Ich hab doch noch nicht mal. Ich hab noch nicht mal das gemacht, was ich machen wollte, denn. Also, das ist ja unglaublich. Ich wollte nur. James, man erkennt dich. Wir kennen deine Schuhe und diese Maske. Diese Maske ist sowas von 2003. 2003. Sollten wir uns etwa darüber erschrecken? Also das ist ja wirklich nicht gruselig. Also ich glaube, wenn ihr das als gruselig versteht, dann will ich gar nicht zur Halloween-Party kommen. James, nimm die alberne Maske ab. Yep. Also siehst du viel besser aus. Ja, danke, aber ich dachte, vielleicht kann ich euch erschrecken und hier, ich hab nicht mal meinen... Also dein Prank ist echt schief gegangen und... Aber ich meine, die Maske ist doch schon gruselig, schaut euch mal die Maske an. Wann ist denn jetzt dieses Aufnahmeritual? Ja. Plus, das war alles nur ein Prank. Haben die anderen sich echt darüber erschreckt? Ich glaube, die haben mich alle reingelegt, weil die dich vielleicht auch süß finden oder sowas. Aber gruselig ist das nicht. Boah. Da werden echt alle drüber lachen, wenn wir das Nein. Wir müssen das unbedingt raus. Wir behalten das unter uns, bitte. Du wolltest uns pranken, wieso sollten wir das für uns behalten? Und das ist bloß wirklich so schief gegangen. Du kannst dir ja noch mal überlegen, ob du uns aufnimmst.
in eure Clique und zur Halloween-Party ich einlädt. Ich übrigens auch. Also nicht nur genau. Clara, ich gehöre auch dazu. Uns gibt's nämlich schon. Überlegst du dir das? Wir sind nämlich die allermeisten Freunde, wollte ich dir noch sagen. Kann ich vielleicht deine Nummer haben? Bitte. Jetzt geh mit. Nein, nein, das war natürlich nicht das Aufnahmeritual. Ja, super. Schon jetzt wollen sie das der ganzen Schule sagen, aber das kann doch nicht sein. Also die müssen es für sich behalten, weil ich meine, James der Coole muss der Coole bleiben und oh, jetzt zur Halloween-Party einladen, eigentlich habe ich nicht so eine große Lust. Aber gut, ich glaube, da muss es so sein. Ja, ihr zwei, wartet doch mal nochmal. Ja, Stefan, alles hat so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Die zwei haben so geschrien, ich habe die so gut erschreckt. Und das mit der Maske war die beste Idee. Du musst wissen, hör zu, Stefan, ich stand unten im Keller, habe mich versteckt mit der Maske, dann bin ich hervorgesprungen und habe mit der Nerfgun geschossen. Ernsthaft? Wir hätten uns erschrocken. Als hätten sie einen Geist gesehen. Und hätten geschrien. James! Ja, was für ein Angeber ist er eigentlich? Warum müssen eigentlich alle Leute hier auf dem Internat immer nur angeben? Aber James ist echt der Schlimmste von allen. Nee. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ja. Bis dann, Stefan. James, habe ich das gerade richtig gehört? Was hast du denn gehört? Wir haben geschrien und du warst so gruselig. Wir haben dich ausgelacht. Das war einfach nur albern mit deiner Maske. Clara, Moment. Hast du mich gerade wirklich beim Telefonieren belauscht? Ich bin hier gerade zufällig lang gelaufen. Clara, du weißt, das ist ziemlich uncool, oder? Das ist ziemlich uncool, rumzuerzählen, dass wir Angst vor dir hatten. Und ich werde es mal überall klarstellen. Warte, du willst... Und ich glaube, die Lehrer würden sich auch dafür interessieren. Moment, klar. Du willst es der ganzen Schule erzählen? Ich werde es der ganzen Schule erzählen. Und die einzige Möglichkeit gibt es, dass ganz schnell eine Einladung zur Halloween-Party bei Freddy und mir vor der Tür liegt. Zwei Einladungen. Clara, weißt du was? Du bist... Ja, du und Freddy, ihr seid beide eingeladen zu der Halloween-Party. Ach, Mann. Reicht euch auch, wenn einer von uns dann hier steht, ne? Also, wir hängen jetzt ja nicht immer zusammen auf. Dazu werden Freunde. Ja! Ja, du und Freddy, ihr seid beide eingeladen zu der Halloween-Party. Mann! Yay! Ich darf auf die Halloween-Party! Dankeschön, James! Das war ein Scherz. Du kommst nicht zu meiner Party.